Mehr. Mehr, 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 mehr. Sepa. Ist er nicht neu? Damit ich kann schon welche vom Dings hier übertauschen. Von dem DLC, ich besitze auch DLC noch gar nicht. Bin ich jetzt blind oder? Ich glaube, Sepa war doch noch gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe da DLC noch nicht mal gekauft. Ey. Oh. Knuddel auf. Okay. Das funktioniert irgendwie so nicht. Ich krieg neue Pokémon. Von dem. Schildrüstung, Rüstungsdinge, was weiß ich, wie die Nummer heißen, DLC, und ja, das kann ich irgendwie nicht gebrauchen, weil ich will noch mein Geladex ja komplettieren, und das geht so nicht, Mann. Muss man halt anders einfallen lassen. Okay, ich glaube, das Viech habe ich noch gar nicht. Schlapfel, ich habe nur die andere Entwicklung, ne? Ne, das ist das, ich noch nicht habe. Cool. Ah. Du Schlapfel wurde ein Eintrag angelegt. Nach dem Verzehr eines süßen Apfels hat es sich entwickelt. Es strömt in einen süßen Duft und lockt damit sein Futter an. Käfer-Pokémon. So. Okay, cool. Ich dachte, das ist nur für Pokémon Schild, aber anscheinend... nicht. Sei mal. Speckschicht. Spezialangriff runter. Ja, ist natürlich wieder voller blöde. Egal. Kann man ja mal machen, ne? Gut. So, das Teil haben wir auch noch. Habe ich ganz vergessen. Müssen wir neu entwickeln, ne? Viscora. Wo? Und zwar in, ich meine zu Viscagott. Gott. Da sein alles zersetzendes Schleim ist, schützt, könnte es sich bis heute gegen seine Fressfeinde behaupten, obwohl es recht schwach ist. Nein. Okay, die Weiterentwicklung nicht, ne? Säurespeier interessiert mich nicht. Gut. Dann sehen wir uns, wenn das Ding sich noch mal entwickelt, ne? Also bis gleich. So, mit der Hilfe von Pokémon Home habe ich mir jetzt noch ein paar Pokémon auf meine virtuellen Bank hier gelagert. Ich weiß noch nicht genau, wie es abläuft. Ich habe mir gerade das geholt und es ist anscheinend kostenlos, was ich vorher nicht gewusst hatte. Und ja, weiß ich nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier reingehe, weil ich habe ein paar Pokémon, die mir noch gefehlt haben, rübergeschickt in meine Boxen, und weiß nicht, kommen jetzt Pokémon-Einträge oder irgendwie sowas? Nö. Okay, wie sieht mein Pokédex aus? Ich habe 388, alles klar. Das heißt, die Pokémon, die ich rübergeschickt habe von den Online ja, Transfer-Dingen, keine Ahnung, haben irgendwie geklappt. Und ja, ich habe mir folgende Pokémon rübergetauscht. Einige Schild-exklusive Pokémon, wie zum Beispiel Ponyta und weil nicht Despotar war, glaube ich auch, ne?
Deswegen habe ich darüber geschickt. So, hier haben wir Glibunkel, hier haben wir Toxicwack, hier haben wir Skullig und Gefällis. Ich glaube, alles Schild exklusive Pokémon, ne? Viscogon, Kommandant, Noah, was? Ach so, die wollte ich erst mein Team nehmen. Ein Pokémon Schild, aber war dann doch nicht so gut. Wie heißt das Ding nochmal? Sehr wohl, ne? Ja. Und dieses Pikachu war irgendwie, weiß nicht, auch oh, das wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Das war irgendwie, das kam irgendwie mit da ja, mit Home dazu. Und ja, weiß nicht, den japanischen Namen werde ich wahrscheinlich wieder zurückpacken, weil das wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Gut, 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 ja, super. Also voll nicht gebracht und ja, weiß nicht. Ich mache mal kurz einen Screenshot hier, damit ich mal ganz kurz merken kann, welche Pokémon ich hier gerade. Also ihr werdet von dem Screenshot nichts sehen, aber ich habe jetzt nur gemacht, damit ich jetzt hier eine Übersicht habe. Und ja, wir lesen uns mal die ganzen Pokédex-Einträge noch durch, die ich jetzt bekommen habe. Und zwar von diesen, ich weiß nicht, wie viele Pokémon ich jetzt bekommen habe. 5 Stück, 5 neue. Gut, gehen wir die nochmal alles durch. Ach, die fossilen Pokémon, die fehlen mir auch noch. Muss ich mir auch noch erstellen. Das heißt, wir kommen auf 390. Ne? Das ist auch nicht schlecht. So, wo sind jetzt die Pokémon? Einträge, die mir fehlen. Die Bunkel und Dingens müssten fehlen. Wo sind sie? So viel Zeit nehmen wir uns jetzt noch hier das kurz anzuschauen. Ja, ich hätte mir Pokémon Home vielleicht ein bisschen eher holen sollen. Dann hätte ich vielleicht den Pokédex schneller gefüllt. Was es macht, ist eigentlich verschiedene Pokémon Spiele zu verbinden und man kann die dann auf so einer Online-Datenbank alle reinpacken und die kann man von dieser Datenbank dann in verschiedene andere Pokémon Spiele wieder reinpacken. Und ja, ich glaube, mit Sonne und Mond und Co. ist das auch noch verbindbar. Das heißt, ich konnte Pokémon von früher auch noch da reinpacken. Irgendwie so was, glaube ich, weiß ich nicht. Ja, ist praktisch, also hat mir auf jeden Fall geholfen. Und ja, fehlen noch immer ein paar, werde ich natürlich noch nachholen. So, wo sind jetzt irgendwie irgendein Pokémon, das ich neu dazu bekommen habe? Ich will die Pokémon Einträge lesen. Ich glaube, vielleicht haben wir ja letztens noch geholt, ne? So, dann kommen natürlich hier noch diese ganzen Pokémon, die ich per Tausch entwickeln soll. Wie ich die noch kriege, weiß ich nicht. So, ja, mit Glibunkel und Toxicwack. Es schüchtert Gegner mit Geräuschen ein, die es mit seinen Giftbeuteln erzeugt. Gelingt ihm dies, gelingt es, erledigt es sein Ziel mit einem Giftangriff. So, und dann Toxicwack. Es nähert sich, springt sein Gegner und bohrt seinen giftigen Klauen in ihn hinein. Schon ein kleiner Kratzer lässt den Gegner K.O. gehen. Weil er dann tot umkippt, ja. So, wo noch? Was habe ich noch? Ich muss mir auch mal eine Übersicht. Ich habe eigentlich aufgeschrieben, welche Pokémon mir noch fehlen. Ich sollte vielleicht mal reingucken. Schon, wo ist denn dann Rihornio? Brauche ich noch, muss ich auch noch per Tausch entwickeln. Kavalanzas und Schnitthelm, nee, Hydraulon oder was weiß ich, wie das heißt, müssen wir noch haben. So aus Gallic und Gefällis. Sie schützen ihre Bürzen mit einem Schädelwindel. Untereinander streiten sie sich um den Schädel mit den höchsten Tragkomfort. Was? Und Gefällis sind ziemliche grobe an. Begegnet ein Pferd, Skalik kümmern sie sich aber liebevoll um es, bis das Nest verlassen kann. Bis es das Nest verlassen kann. So, dann noch dieser Affe. Kommandant. Und dann haben wir es, glaube ich. Oder lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, ich habe natürlich einen sehr blöden Screenshot gemacht. Sit. Wahrscheinlich schon verpasst, ne? Pass auf. Ne, hier. Kommandutan. Kommandutan. Den Fächer, den es aus Blättern und Fell gebaut hat, kommandiert das andere Pokémon herum. Es symbolisiert seine Befehlsgewalt. Okay. Zenlong, das hatte ich irgendwie nicht auf mein Schild. Spieldurchlauf, also da muss ich noch fangen, den Schild, und dann rüber packen. Und ja, der legendäre auch noch. Fällt mir gerade so ein. So, was fehlt noch? Ach ja, Ding ist hier. Viscogon, ne? Heißt das? Ja, Despotar und Co. habe ich. Ja, da war ich eigentlich gerade dabei, das zu trainieren, aber ja, habe ich jetzt mal beschleunigt, ne? So, Viscogon. Es kommt vor, dass die Befehle seines Trainers nicht versteht und nur verblüfft reinschaut. Dieses putzige Blick hat es beliebt gemacht.
Was willst du von mir? So, gut, damit sehen wir wieder ein paar Schritte näher, hier unseren Pokédex zu füllen. Und ich brauche mal 12 Pokémon. 2 davon sind Typ 0, was ich ja mal on screen aufgenommen habe, aber noch nicht irgendwie komplett angenommen habe, weil ich erst gucken will, was für ein Wesen ich haben will und also was, weil da kann man irgendwie, weiß ich nicht, züchten, das wie ich, also ja, ich muss das schon direkt beim ersten Mal irgendwie ein vernünftigen Wesen und so haben, um das vielleicht benutzen zu können, was ich vielleicht will. Gut, das heißt, es fehlen nur noch eine Handvoll Pokémon, die werde ich auch noch irgendwie kriegen. Ich lasse mir schon mal einfallen und ja, dann sehen wir uns, bis ich hoffentlich die restlichen gefunden habe. Bis gleich. Sabione, dieses verkackte Viech, das sich nur per Tausch entwickelt, gibt es auch als Dino Raid. Mein Gott, ey, und ich habe es gefunden. Das gibt es jetzt nicht. Los, schnapp dir das, Piondrage. Welcher schon voll kompetitiv hochtrainiert ist übrigens und auf Level 100 ist. Und ja. Geil. Das heißt, das muss ich nicht per Tausch entwickeln. Jedenfalls nicht für den Eintrag. Gut. Ich glaube, das Ding ist in 2 Zügen weg. Heute ist nur 3 Sterne. Also machen wir mal. So, ich mache mal das hier. Dann sieht er mal mit meinen trainierten Competitive Pokémon in Action. Oh ja! Okay. Ich mache es mit 2 Schlägen weg. Sehen können, es hat noch keinen Namen. Ich weiß noch keinen Namen. Wenn ihr einen Vorschlag habt, könnt ihr gerne sagen. Im Dorf bei 4 noch keinen Namen. Ich nehme an, das wird jetzt die Hälfte abziehen, so ungefähr. Jo. Wenn meine Kollegen ja reinhauen, dann ist das Viech den nächsten Zug schon weg. Ich werde versuchen, das mit einem normalen Pokéball zu fangen. Wenn nicht, dann muss ich halt nochmal das Spiel neu starten. Ich habe gespeichert, bevor ich das Ding angesprochen habe. Da soll es danach immer noch da sein. Und ja, anscheinend gibt es da so einen kleinen Glitch, den man ausnutzen kann, um die Diner Rates ein bisschen zu manipulieren. Man muss einfach einen Wunschbrocken reinwerfen und man wird ja aufgefordert zu speichern. Und bevor das Spiel gespeichert wird, kann man schon den Strahl so ein bisschen sehen. Und dieses Viech scheint nur per seltene Dino Raids aufzutauchen, also wie so ein pinker Strahl aus dem Boden schießt. Und ja, bevor das Spiel dann speichert, kann man dann Switch auf nur, zum Home-Menü bringen und dann, ja, kann man das Spiel abbrechen, wenn man sieht, dass es nicht ein seltener Dino Raid ist. Und ja, das habe ich so lange gemacht, bis das Viech aufgetaucht ist. Und ja, das hat schon, weiß ich nicht, ein bisschen gedauert. Aber egal. So, wenn ich das jetzt nicht fangen, dann weiß ich nicht. Also was hier. Na komm. Wenn ich, dann reiche ich den Eintrag einfach ein. Wenn du mal das hier Viech aussieht, wie ich es fange. Aber eine Überraschung, ich kann jetzt Pokémon fangen, weil meine Pokémon so imbar sind. Bonk. So, bleib drin, bitte. 3 los, bleibt drin. Jawohl. Mit dem Pokéball. So, und das gleiche muss ich jetzt auch noch auf Schildmann für andere Viech hier, Puffinesse oder wie auch immer das heißt. Dann schon mal die beiden erledigt. Ja, Savione. Es kann die körperliche und seelische Verfassung anderer anhand ihres Körpergeruchs erkennen. Dies versucht man für Medizin zu nutzen. Alles klar. Gut. So, und damit haben wir die letzte Entwicklung hier vor uns für den Galadex, die Nummer 399, also nicht im Pokédex, aber das 399. Pokémon, was ich gerade eben im Besitz haben werde, und zwar Typ 0, den ich jetzt schon competitive trainiert habe, und ja, für den braucht man Zuneigung, um den zu entwickeln, und ja, jetzt gucken wir uns das mal an. Boom. Ein Typ 0 hat sich zu einem Amigento entwickelt. Und so wie ich das verstehe, ist das Ding mehr oder weniger eine Mini-Version von Arceus.
Typ normal. Seine wahren Kräfte wurden durch eine starke Bindung zu seinem Trainer erweckt. Es kann seinen Typ nach Belieben wechseln, genau. Wir haben ja so, als wir das Ding zum ersten Mal bekommen haben, ich sehe gerade, mein Mikro ist gar nicht richtig ausgerichtet, richtig. Multi-Angriff, das ist glaube ich eine Attacke extra für das Ding, ne? Zeig mal. Ist aber physisch. Ich habe meins auf Spezial hoch trainiert, deswegen bringt es leider nichts. Aber okay. Boom, ich bin ja gerade am Trainieren. Und zwar mein legendäres. Weil warum nicht, ne? Durch gerade auf Angriff und Initiative hochballern. Und ja. Amigento habe ich auch schon. Alles, was ich hier habe, ist schon competitive trainiert, ne? Kann ich hier mal zeigen. So, Lepumentas bin ich gerade am Trainieren. Kamalanzas, Ihornio und Pex Dragon. Und ja, das Ding habe ich übrigens gefangen per Meisterball. Und ja, ich habe ja den Part irgendwie mal hochgeladen und das Ding habe ich jetzt mit dem Meisterball gefangen, hat eine frohe Natur. Und ich glaube, gesehen haben wir jetzt schon dieses Pokémon, ne? Ja, haben wir eine Krone, cool. Jetzt fehlt uns nur noch ein letztes Pokémon und das ist Zamazenta, welches wir von Pokémon Schild rüber tauschen müssen. Was ich machen kann, weil ich habe jetzt Pokémon Home, also ich kann das Ding in Schild fangen, in Pokémon noch Home reinballern und dann hier auf Schild, auf Schwert rüber packen. Also ja, das dauert auch nicht mehr lange. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal durch und schauen uns die Pokémon-Einträge an von einigen Pokémon, die der liebe M-Master mir hier zur Verfügung gestellt hat. Und zwar, die habe ich hoffentlich alle irgendwo noch deponiert. An irgendeiner Stelle, wo ich die schnell wiederfinde. Weiß ich nicht. Und ja, ich hätte vielleicht das Fenster zu machen sollen, weil jetzt höre ich wieder voll viele Leute draußen. Mach mal kurz das Fenster zu. Zum Glück tue ich diese Parts hier schneiden. Und zwar wir haben ja folgende Pokémon, die ich rüber getauscht bekommen habe vom Master. Und zwar Hydragiel, welches man nur bekommen kann, indem man Schnutthelm mit Laukaps hin und her tauscht. Also das Ding und diesen kleinen Helm. Das Bild zeigen. So, das hier und das hier in kleinen Version, sag ich mal. Und ja, die muss man hin und her tauschen. Und dann entwickelt sich das Ding in das Ding und das andere Ding in das Ding. Und ja, Pet Zaubertausch ist halt so gut wie möglich, weil da müsste ich irgendwie 1 Million von denen versenden und irgendwann tut mal hoffentlich jemand die Vorentwicklung von dem Teil hier mir geben. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Ja, da hat der liebe M-Master mir ausgeholfen. Und ja, die beiden Pokémon hatte ich, die Vorentwicklungen hatte ich alle bereitgestellt schon und die Items. Man muss irgendwie, weiß ich, ein Sahnehäubchen, hier das Ding musste man mit einem Sahnehäubchen rüberschicken, dann hat es ja entwickelt. Und hier das gleiche mit dem hier, nur halt mit einem Duftbeutel hieß das, glaube ich. Und ja, die habe ich noch rüber geschickt und ja, der hat mir dann zurückgetauscht, nachdem wir sich entwickelt haben. Und ja, dadurch habe ich den Einträge bekommen, die geben wir uns gleich noch mal an. Stehen bei denen die Nummern irgendwo, damit ich das schnell nach 276 11 und 13 11 13 76. So, das Ding plante ich competitive zu benutzen, deswegen ist das jetzt auch hier schon trainiert und also was, ne? Ach ja, und Rizos habe ich auch noch per Tausch entwickelt mit einem Schützer. Und ja, hat sich zu Rioranio entwickelt, was ich auch competitive benutzen will, weil wenn ich schon die Dinger einmal benutzen will, ne, dann ja, ich weiß nicht, wann ich jemals wieder die Chance bekomme, irgendwie so Tausch-Pokémon zu entwickeln, außer die werden in irgendwelchen Spielen irgendwann fangbar sein. Deswegen ja, sollte ich die davon auch schon Gebrauch machen, dass ich die entwickeln kann und direkt competitive nutzen. Deswegen ja, habe ich jetzt hier schon einige vorbereitet. Und ja, genau, die ganzen fossilen Pokémon, die habe ich mir auch noch geholt. Man kann die in jeder Edition bekommen, nur die fossilen Droprate bei diesen Buddelbrüdern ist bei den Editionen verschieden. Und ja,
Damit habe ich mir nur die letzten Dinger davon geholt. Ich glaube, das war es dann auch, ne? Und für eine Nummer bist du, müsste es auch irgendwie, ne, 376. Ja, ganz hinten, ist klar, Fossilien. So. Dann stöbern wir noch ganz kurz die Pokédex-Einträge hier nach, um zu gucken, was die für Einträge haben. So, 271 war das, ne? Oder 213 war das erst, ne? So, Savione. Obwohl, den haben wir, glaube ich, noch onscreen gefangen, ne? Oder? Ne, ich habe versucht, das onscreen zu fangen. Ich weiß nicht, ich lese trotzdem noch mal durch. Es kann die körperliche und seelische Verfassung anderer anhand ihres Körpergrußes erkennen. Dies versucht man für Medizin zu nutzen. So. Duft-Pokémon. Von seinem Fell strömt eine derart intensiver Geruch, dass die Nase eines Trägers irgendwann unweigerlich den Geist aufgibt. Weil es so stinkt oder was. So, das Ding ist übrigens auch nur ein Schild. Findbar in so Diner Raids, so selten in Diner Raids, aber das war ein bisschen zu nervig. So, Zenlong habe ich auch noch gefangen, habe ich aber nicht aufgenommen, weil das so ewig gedauert hat. So, guck mal deren Einträge mal ein. So, Kavalanzas, das Kavallerie-Pokémon in der Galar-Region ist es besonders beliebt. Es steht die Muschel eines Schnutthelms und vollendet damit seine Ganzkörperrüstung. Die Muschel eines Schnutthelms. Ja, das habe ich irgendwie noch nie verstanden. Das Ding sieht aus, als könnte es die Vorentwicklung von dem Ding sein, ne? Und das Ding sieht aus wie die Entwicklung von dem Ding. Und die Sache ist die, man tauscht das Ding mit dem Ding, ne? Das heißt, man bekommt dieses Ding zurück, nachdem man das Ding getauscht hat. Und man bekommt dadurch dieses Ding, was irgendwie gar keinen Sinn macht. Man müsste doch eigentlich, wenn man dieses Ding getauscht bekommt, das hier bekommen, ne? So theoretisch, weil das irgendwie aussieht wie die Vorentwicklung davon. Oder bilde ich mir halt jetzt hier nur so ein? Obwohl Gesicht von dem sieht aus, als könnte das, weiß nicht, haben die irgendwie Klamotten getauscht? Ich weiß nicht, das ist mir zu kompliziert. Jedenfalls Hydra-Gel, im Kampf spuckt es mit flinken Bewegungen Gift. Filme und Comics mit Hydra-Gel in der Hauptrolle erfreuen sich großer Beliebtheit. Sieht aber Comics mit in der Hauptrolle, er sieht eher aus wie ein Bösewicht. Ja, so ein Assassino oder irgendwie so was. So, ich glaube, das Ding habe ich mir auch mal irgendwann drüber getauscht von Schild. Ne? Sie schützen ihr Bürzel in einen Schädelbindel und dann ist ein Tragkomfort. Ne, das habe ich glaube ich schon mal gelesen, glaube ich. So, dann fehlt noch 371 irgendwie so weit. Oder war das jetzt hier? Ne, da war schon. Okay. Gut, dann gucken wir uns noch die Fossilien an. Und ich glaube, dann habe ich alle Einträge hier mal so durchge. So, das Ding. Das bin ich übrigens auch gerade kompetitiv am Trainieren. Dank seines kräftigen Unterkörpers war es in der Urzeit unbesiegbar. Doch es war seine Pflanzennahrung restlos und starb daher aus. Diese fossilen Viecher sind unglaublich stark, weil die haben alle irgendwie so einzigartige Fähigkeiten und die haben irgendwie so Bissangriffe, die unglaublich stark sind. Und ja, deswegen sind die irgendwie kompetitiv gar nicht so schlecht. So, was mich irgendwie stört ist, wir haben ja das Unterteil von denen, nee, das, ja, das Ding sieht aus, es wird halt so in zueinander passen, ne? Hier, da ist beides das gleiche Unterteil, ne? Und da ist beides der gleiche Oberteil, ne? Ja, das sieht so komisch aus, ey. Das sieht nicht gesund aus irgendwie. Wir haben wortwörtlich den Kopf von einem Viech auf das andere Viech draufgepackt. Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn, ne? Wo sind denn die fehlenden Oberteile und Unterteile? Weiß ich nicht. Ich will mal gern sehen, wie das Viech richtig ausgesehen hat vorher. Weil das sieht kacke aus hier. Die Fossilien sind kacke aus. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. So. Ja, das habe ich auch schon. So. Okay, dann fehlt nur noch das hier. Da muss ich jetzt erstmal ein Pokémon Schild weiterspielen, bis ich bis zu dem Punkt komme, wo ich das Viech fangen kann. Und ja, dann muss ich das Viech erstmal fangen und rübertauschen. Und ja, wenn ich jetzt rübertausche, dann kann ich euch gleich mal auf Pokémon Home und so zeigen. Dann werde ich euch zeigen, wie ich das so machen werde, ne? Alles klar, gut, dann sage ich bis gleich, wenn wir dieses Ding hier rübertauschen werden.
So Leute, ich befinde mich hier gerade im Pokémon Schild, wie man unschwer erkennen kann an dem weiblichen Charakter. Und ja, ich habe in dieser Edition zu dem Punkt gespielt, wo wir im Pokémon Schwert schon gespielt haben, im letzten Part. Ich habe mir Sommerzentar gefangen mit einem Meister bei, mit dem passenden Wesen und allen drum und dran. Und ja, das werden wir jetzt rüber zu Pokémon Schwert tauschen, und zwar live, damit ich mehr oder weniger live den Pokédex komplettieren kann. Also ja, Leute, die halt wahrscheinlich hier schon seit Monaten komplettiert haben, den Pokédex, ist aber wahrscheinlich voll uninteressant. Ich erzähle jetzt hier nichts Neues, aber für die, die jetzt nicht wissen, was Pokémon Home ist und also was, werde ich halt jetzt hier alles mal live zeigen. So, wenn man jetzt folgendes: Ich drücke mal Home und wir gehen dann auf Pokémon Home. Boom, ich habe natürlich vorher gespeichert. Und ja, dann gehen wir ja in Pokémon Home ein, was man online sich kostenlos runterladen kann. Und ja, und sage euch mal, wie das hier alles abläuft, ne? Weil ich mal gemacht habe, um mein Pokédex hier zu vervollständigen. So, registrierte Pokémon, gehen wir erstmal hier drauf, ne? Hier sind alle Pokémon aufgelistet, die ich schon mal zu irgendeinem Zeitpunkt in der Box hatte, hier online, und die waren dann alle notiert. Ich habe versucht, schon so, weiß ich nicht, den Kanto Pokédex ein bisschen hoch zu zu vervollständigen, nicht zu leveln. Und ja, natürlich noch nicht so viel gebracht, aber ja, warum nicht, ne? Alles klar, wir gehen jetzt zu hier den Boxen, den gelagerte Pokémon, und jetzt müssen wir auswählen, von welcher Edition wir hier was auf Pokémon Home übertragen wollen. Wir nehmen natürlich Pokémon Schild. Alles klar, hier sind einige Pokémon, die ich mir gelagert habe online. Das Pikachu war irgendwie dabei hier in diesem Pokémon Home, also ja, japanischen Namen und so, blöden Wesen. So, das sind diese komischen ercheateten Pokémon, die ich per Zaubertausch erhalten habe, welche ich nicht benutze mehr. Das hier ist ein Shiny Meraplatte, das ich ehrlich gesagt in Pokémon Let's Go Pikachu gefangen habe. Und ja, ich überlege, was ich damit machen soll. Er ist sogar froh, was gar nicht mal so schlecht ist. Ich glaube, ein physisches Bluebella Set gibt es auch und so, ne? Also ja, das ist nicht schlecht. Werde ich vielleicht mal irgendwann benutzen. Alles klar. So, hier rechts haben wir die Box vom Pokémon Schild. Und ich habe Summer Center hier extra in eine zu schwert Box reingelagert. Und ja, nehmen uns jetzt Summer Center, packen es hier rein. Und ja, das Blöde ist, die Items, die die Pokémon tragen, die werden wieder in den Beutel zurückgepackt. Also wenn ich das Ding jetzt hier rausnehme, dann wird das in dem Beutel von meinem Pokémon Schild Charakter wieder gepackt. Das heißt, dieser komische Schild, der vorher nicht da war. Wie kann ich jetzt noch mal die Details hier ansehen? So, der müsste eigentlich gar nicht mehr da sein, ne? Nö, kein Item steht jetzt hier. Was ein bisschen doof ist. Also man kann sich nicht Items rüber tauschen in die Edition. Das ist ein bisschen doof. Das weiß ich, kriege irgendwie diesen Schild von dem Viech nicht. Was ein bisschen schade ist, weil das macht das Viech auch unglaublich stärker. Aber ja, gut. Außer ich krieg den Schild noch irgendwann in Pokémon Schwert. Das wäre ich natürlich nicht schlecht. So, drücken auf Plus und speichern. Und ja, jetzt haben wir eigentlich schon alles erledigt, ne? Nee, aber nicht. Ich vergesse es jedes Mal. Ich muss mir halt immer noch angewöhnen. So, jetzt gehen wir auf Pokémon Schwert. Jetzt verbinden wir Pokémon Home mit Pokémon Schwert. Das ist immer der Schritt, den ich zwischendurch vergesse. Mich dann immer wunder, was mache ich denn jetzt nochmal? So, jetzt haben wir hier einmal links Summer Center, den wir hier online gelagert haben, und hier rechts haben wir unsere Boxen in Pokémon Schwert, und da werde ich natürlich dann Summer Center reinpacken. Und ja, weiß nicht, wo ich den reinpacke. Ich würde mal sagen, hier, ich habe eine extra legendäre Box, aber ist ein bisschen durcheinander, vor allem weil ja keine legendäre drin sind. Ich mache den Abwehr bei Story Team. So, boom, den packen wir jetzt hier rein, speichern und beenden. So, jetzt sind wir fertig. Also, jetzt beenden wir das hier. Jetzt muss ich noch ganz schnell das Spiel wechseln, weil ich habe ja Pokémon Schild gerade drin gehabt. So, Pokémon Schwert drinne. Und wenn ich jetzt hier in das Spiel reingehe, dann müsste ich jetzt schon alle 400 Pokémon haben. Und dann haben wir den Pokédex endlich komplettiert. Ein bisschen verspätet, weil ich Pause zwischendurch gemacht habe, aber wir haben es geschafft.
Ich habe es geschafft. Der Elfe vom Master natürlich. Einige vier Pokémon, die wir noch fehlt haben. Und ja. Oh ja, ich war beim EV-Training, deswegen bin ich jetzt hier. So, Sommercenter müsste sich jetzt in der Box befinden hier. Ohne den Schild leider. Aber was willst du machen, ne? So, ich hoffe, wir kriegen den Schild irgendwie noch. So. Hätte ich wahrscheinlich auch hier drin lassen. Mal gucken. In der Edition meine ich. So, Pokédex. Boom, gefangen 400, gesehen 400. Wir haben den Pokédex komplettiert. Und jetzt wird hier empfohlene Pokémon angezeigt, alles klar. Die wurden vorher nicht angezeigt. So, den Pokédex-Eintrag schauen wir uns natürlich noch mal an. Weil es also nicht ihn abwehren konnte, trug es einst den Namen Kämpferkönigsschild und wurde gleichermaßen gefürchtet und verehrt. Aber die normale Version. Nach der Krieger König des Schildes. Der Schild 500. Dieses Pokémon vereint seinen Kräften mit einem Menschenkönig und rette die Galar-Region. Er nimmt Metall in sich auf und kämpft damit. Habe ich eigentlich hier schon beide Versionen gelesen? Nee, er nimmt Metall auf, alles in die Waffe und kämpft damit. Zeigt nun die Waffe, die es vor langer Zeit einmal führte. Selbst Geiger, das, ja, so, ja, das haben wir, glaube ich, schon mal gelesen. Gut. Pokédex-Bewertung. Wird gar nicht. Doch, da. Plus Pokédex-Bewertung. Unglaublich, du hast den Galar-Pokédex vervollständigt. Ich gratuliere dir von ganzem Herzen diesem Erfolg. Wer tut mir eigentlich gratulieren? Satzania? Da kann ich mir jetzt mal anhören. Da lass mich den Moment genießen, dass ich zum ersten Mal irgendwie im Pokédex wirklich so vervollständigt habe. Wie es nur geht. So, jetzt, wenn ich mich nicht irre, dann können wir uns noch eine Belohnung abholen. In Kirchester, Zirchester, wie immer man das ausspricht. War da, glaube ich, irgendwo so ein Typ. Ich glaube, irgendwo im Hotel war so ein Typ. Der hat mir, weiß ich nicht, eine Belohnung versprochen oder so, wenn ich den Pokédex auch vollständige. Ich habe mal irgendwann nachgeguckt, man bekommt, wenn man den Pokédex so vollständig, habe ich aber schon wieder vergessen. Ich meine einfach irgendwo hier. Nein, der nicht. Wer war denn nochmal? Magst du Pokémon? Ja. Da ist der Typ, gegen den ich einmal täglich kämpfen kann, ne? Aber irgendjemand hat mir ja noch was versprochen, glaube ich. Ich glaube, der Game Designer oder so. Das ist normalerweise immer so. Du da? Ich glaube, du, ne? Donnerwetter, du hast es geschafft, du hast den Pokédex so vollständigt. Mein allerherzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Leistung. Für diese fantastische Errungenschaft hast du dir eine Urkunde verdient. Urkunde, Spieler Daniro. Dieses Dokument bestätigt die erfolgreiche Vervollständigung des Pokédex. Herzlichen Glückwunsch. Screenshot. Warum nicht? Aber das war noch nicht alles. Hier, lass mich deine Liga-Kette dieses Abzeichen hinzufügen. So, das hätten wir. Deine Liga-Karte, wo das Abzeichen zur Vervollständigung des Pokédex hinzugefügt. Und weil ich mich so über dein Engagement freue, schenke ich dir diesen Schiller-Pin. Ah, genau. Ein mysteriöser, schillernder Glücksbär, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, schillernde Pokémon zu finden. Ich hoffe, deine Landschaft für Pokémon wird ewig werden. Ich würde es dir gern immer wieder sagen. Ach, dann wird er mir immer wieder die Urkunde zeigen. Kann ich den nicht irgendwie aufrufen oder so? Okay. So, Beutel. So, Schillerpin. Das ist natürlich nicht schlecht, das haben wir noch gar nicht hier. Es ist ein unterhaltsamer geschrieben Aufnahme für neue Kinder und Legenden der Galar-Region. So, ich meine, ja, Schillerpin ist nicht schlecht, ne? Super Fangpin. Hort Eier zu finden. Ich meine, das ist, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit tut sich nicht so unglaublich erhöhen, aber kann ja nicht schaden, ne? Besser als gar nichts. Alles klar, Liga-Karte. Irgendwas wurde jetzt da hinzugefügt. Ah, da oben rechts, glaube ich, ne? Ja. So, ich will jetzt aber meine Liga-Karte noch mal bearbeiten, wenn wir schon dabei sind, ne? Mit meinem Story-Team. Boom. 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 Natürlich noch meine Lieblings-Pokémon hier. Was, ich habe Favoriten, ja. Und
dich. Ja, das sind so meine Lieblings-Pokémon von denen. Alle anderen hasse ich. Nein. Doch. Hm. Also Kuro nicht so oft benutzt, aber Kuro ist cool. Das war gut. Ich weiß, für euch ist das jetzt vollkommen irgendwie, weiß ich nicht, uninteressant, dass ich jetzt den Pokédex komplettiert hat, aber ich bin endlich mal froh. Das ist für mich so ein kleiner Erfolg. Ich habe, glaube ich, noch nie irgendwie ein Pokédex komplett abgeschlossen. Ich meine, ist ja immer noch nicht komplett, aber ich habe wenigstens alle Pokémon, die eine Edition zu bieten hat, mal endlich gefangen. Und normalerweise hat es ja noch Nationaldex und all sowas, aber das gibt es ja hier nicht bisher. Von daher bin ich schon jetzt froh, dass ich jetzt so weit geschafft habe. So, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass wir Deleon in die Phrase geben. So, ich möchte noch mal meine Karte aktualisieren. So, kann ich hier noch irgendwas hinzufügen, was ich vielleicht haben möchte? Ist irgendwas neu? Ja, den Hintergrund sieht man jetzt nicht wirklich, deswegen. Der ist ein bisschen doof. Ich glaube, ich hatte das immer hier als Hintergrund, ne? Ja. Finstere Nacht. So, Effekt. Ja, das ist gut. Rahmen. Sagen schon so. So in Ordnung. Ja. So, Pose und so was alles. Gut, aber habe ich irgendwas Neues freigeschaltet? Nö. Pose ändern. Na, ich glaube, da ist die Glurak-Pose von Deleon, ne? Nein. Bestätigen. Ich weiß, man kann ja so holographische Sachen machen, aber ich finde, das sieht besser aus, wenn ich, ja, das sieht irgendwie so komisch aus hier, wenn das so aussieht. Da finde ich auch so bei Pokémon-Karten oder Yu-Gi-Oh-Karten irgendwie nicht hübsch. Also, was hatte ich denn jetzt hier? Das hier, das, ich finde, das sieht schon gut genug aus. Absolut glänzt. So, damit haben wir unsere Liga-Karte jetzt abgeschlossen. Und aktualisiert. Boom. Pokémon gefangen 420. Pokédex 400 Pokémon. Cool, ne? Es ist Partner Pokémon. Blablabla. Links haben wir mein Team. Alles klar. Gut. Dann war es das mit dem Pokédex. Und fürs erste gibt es erstmal keine Fangparts, außer wenn ich mir die DLCs wiederhole und dann wieder anfange, den Pokédex zu komplettieren. Oh Gott. Aber ja, fürs erste haben wir jetzt erstmal den Galadex abgeschlossen und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich im nächsten Mal, wenn ich mal nee, ich muss ja noch ein bisschen weiter die Story machen, ne? Ich muss ja noch gegen, weiß nicht, ich nehme jetzt mal irgendwie an, wir müssen irgendwann noch mal gegen Hopp kämpfen. Ich habe so das Gefühl, der hat das Schwert, nee, das Schild Pokémon gefangen und wir müssen gegen den kämpfen oder so, so wie hier N aus Pokémon Schwarz und Weiß. Das war irgendwie so die gleiche Situation. Der hatte hat legendäre, wir hatten hat legendäre. Ich habe so ein Gefühl, darauf führt es noch irgendwie so. Wir müssen wahrscheinlich noch in den Schlummerwald gehen dafür. Und ja, mit dem Fangen war es jetzt erstmal. Gott sei Dank. Und ja, ich hoffe, das wird wahrscheinlich der letzte Clip von diesem Fangpart sein, ne? Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, euer Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.